Und das versuchen wir jetzt mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein. Mein. Gott. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott. 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 Leiche! Wir sind Untote. Was heißt das für uns? Weniger Beutefähigkeit. Aber auch gleichzeitig weniger Chance, also gar keine Chance von engeren Spielern angegriffen zu werden. Heißt, wir rennen jetzt nochmal runter und ich treffe euch dann gleich wieder an dem Punkt, wo ich dann gestorben bin. Also was ihr eben erlebt ist, das wollt ihr echt nicht wissen. Also ich habe echt eben gerade nur mit 2 Lebenspunkten, glaube ich, überlebt, stand eben in der Statusleiste, was ihr nachgeguckt habt. Und wäre ich jetzt gestorben, hätte ich wieder meine ganzen Seelenpunkte verloren. Also ich habe es da wohl ein bisschen übertrieben mit unseren lieben Freunden. Mit unseren lieben Riesen da, die da rumhampeln. Von daher sollte man wohl nicht so drauf ankommen lassen. Und immer wenn sie diese Zuckungen haben, diese Gegner hier, wenn sie so Zucken haben, dann wollen sie ihren komischen Suchti-Angriff machen, mit dem sie euch fressen können. Da hilft auch kein Blocken, habe ich auch nochmal eben festgestellt, wie ihr ihn gesehen habt. Und da passt auf. So, der Kerl noch. Und dann kommt da wieder der berühmte Sprung. Okay. Nein, 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 nicht eine Biss-Attacke. Stirb, ey. So. Der berühmte Sprung folgt jetzt wieder. Mal sehen, ob wir ihn diesmal schaffen. Nein, natürlich nicht. Oh Gott, da sind wir wieder. Okay. Eigentlich hätte ich erstmal die Seelenpunkte jetzt einsammeln sollen. Ohne jetzt großartig herumzuflauschen. Okay, machen wir es doch erstmal. So. Okay, ich darf jetzt wieder einmal sterben. Gut zu wissen. So. Jetzt hat er mich zwar einmal geschlagen, aber es ist mir völlig wurscht. Zack, stirb bitte einfach. So, einmal dich. Und dann kommt er, Heini, nochmal. So, dich hau ich auch zweimal weg. Und dann machst du einmal den hier. Und ja, hackst mich einmal mit deinem Superstab. Machst irgendwie derbe viel Schaden. Aber von mir aus auch das. Stirb. Ich darf nicht vergessen, ich habe nur meine Billigrüstung hier an. Und da kann das schon mal passieren. So, jetzt haben wir unsere ganzen Seelen wieder. Ist ja auch schon eine ganz... Was macht der da? So, scheiße, ich will nicht sterben. Hier, ich schieb mal deine Hand ein bisschen runter. Vielleicht hilft das ja was. Nein, ich will nicht. Okay, dann bleibt er halt hängen. Ist mir auch egal. Kann da nichts mehr machen. Kann seine Leiche nicht zum Abspacken bringen. Aber die Leicheneffekte sind hier so witzig. Weil er einfach so derbe immer rumspacken. Das ist immer richtig witzig. Also, wie gesagt, viele Leute haben mich auch schon gefragt, wie soll ich denn... Manche Leute wollen es ja versuchen. Manche Leute versuchen das Spiel mit Tastatur und Maus zu spielen. Fragen dann, wie man dann die Maus wegbekommt. Also ohne weiteres geht das nicht. Ihr müsst auch bedenken, wenn ihr die Maus wegbekommen wollt, da habt ihr nachher, wenn ihr im Menü steuert, also doch, ja, eigentlich ist es egal. Die Maus kann man wegmachen mit diesem komischen Mod, den ich gefunden habe. Da kann man das in der Datei, in der Textdatei kann man das ändern. Hier sind wir auch schon bei unserem Leuchtfeuer, das ich euch zeigen wollte, wo wir uns jetzt heilen können. Wie gesagt, unter der Datei könnt ihr das dann machen. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt müssen wir gucken, doch, das schaffe ich mit 5 Estus-Flakonen hier durch. Das sollte kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Nein, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, genau, mit der Textdatei. Aber wie gesagt, unter der Textdatei könnt ihr das mit diesem Cursor, könnt ihr das einstellen, dass er die ganze Zeit nicht da ist. Und dann müsst ihr euch halt, ja gut, man kann das eh nicht mit der Maus steuern. Von da ist es schon ganz gut. Aber da könnt ihr das dann ausstellen, wo man die Datei... DS-Fix heißt das Ganze, glaube ich. DS-Fix, gibt einfach Dark Souls DS-Fix ein und ihr werdet das ganz schnell finden, damit ihr auch die Auflösung etc. ändern könnt. Ja, jetzt spacken ja alle ein bisschen ab, aber das kann mir alles ziemlich egal sein. Wisst ihr auch noch warum? Genau, weil wir ein Leuchtfeuer gefunden haben. Von daher ist mir das wurscht. Und jetzt haben sie mich getötet. Wie gesagt, ich werde nochmal vergiftet. Ich will dich essen. Alle wollen mich töten. Ja, ich weiß, ich bin sehr begehrt. Also, machen wir das Ganze doch mal ein bisschen strategischer. So, wir locken erstmal einen von den Scheißviechern an, würde ich mal sagen. Und wenn die sich hier auch irgendwo befinden. Mal gucken. So, erstmal das Schild hochhalten. Ihr habt es eben auch schon bemerkt, der war auch noch was anderes. Nein, eins. Okay. Jetzt spocken die erstmal mit Feuer rum. Wir sollten erstmal in ein Gebiet gelangen, wo uns das dumme Giftviech nicht weiter kloppen kann, treffen kann. Oh Gott, was rennt uns hier denn alles hinterher? Ich will wenigstens meine Leiche woanders haben. So, mal gucken. Da kommen die ganzen Heinis ja, ne? Schießen wir einfach mal ein bisschen. So, schießen. Was fällt denn da alles runter? So. Ja, da will mich jemand beißen. Das wird aber nicht geschehen. Sowas verhindere ich ja gerne. So, irgendwie sind die blöden Wölfe gerade runtergefallen, wollte ich schon fast sagen. Die blöden Hunde.
So, und die wollen uns echt nur auf Bikes kommen. Was anderes wollen die nicht mehr. So, ich bin verzweifelt. Und dann passiert sowas. Dann hast du den nächsten einen ja schon. Ich spieß dich auf. Mach ich bei denen einfach. Und dann stirbt er. Ich bin auch tot. Gut. Nächste Leuchtfeuer ist nicht allzu weit entfernt, muss man nochmal dazu sagen. Und das Spiel, ich glaube, das ist die Stelle, wo auf der PC-Version das Spiel am meisten dazu neigt, wirklich in den 15 FPS-Modus zu gehen. Hat dieselben, Macken wie bei einer Xbox, soll ich schon fast sagen. Also es geht einfach 15 FPS runter. Woran das liegt, das weiß man nicht. Es ist einfach schlecht importiert, sage ich einfach mal. Es ist einfach eine 1:1 Importation und, na gut, durch den Mod wird das Ganze ein bisschen beschränkt. Es gibt auch schon einen 60 FPS Mod, aber der dann auch wirklich nur was nützt, wenn das diese 15 FPS halt auch nicht reinfallen. Also es ist alles ein bisschen sehr doof importiert worden. Das muss man einfach der PC-Version lassen. Sie ist einfach sehr, sehr schlecht importiert worden. Versuch's mit Springen. So, wir können jetzt einfach mal rüberspringen, sagt dir einer. Hat aber nicht funktioniert, wie ihr gesehen habt. Ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, hätte aber funktionieren können. Gut. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie geht's hier weiter? Also ihr könnt eigentlich nie was falsch machen, wenn ihr einfach mal ein Dingens unter euch geht. Wenn ihr einfach mal eine Etage weiter runter geht. Einfach mal dorthin gehen, wo ihr die Seelen seht. Dann kann eigentlich nichts passieren. So. Dann gehen wir mal hier wieder hoch. Mal das Ganze nochmal von oben betrachten. Gucken, dass dieser... der Gift-Magi uns nicht trifft. Und ich weiß nicht, ich höre diese Pock, Pock, Pock. Hört ihr immer Pock, Pock, Pock? Ich weiß nicht, ob ihr das eine Bahn nimmt. Also es kommt nur so Pock, Pock, Pock. Das sind diese Giftspuck-Menschies. Diese dummen Giftspucker. Die machen uns ja arg Probleme. So, was ist hier? Hier ist eine Leiter. Da hängt jemand herum. So, jetzt ist ein Giftspucker ganz in der Nähe. Jetzt, ich würde ihn ja gerne ausschalten, ne? Das sei ja mal gesagt. Aber ich weiß nicht, wie weit es da nach unten geht. Ein bisschen. Oh Gott. Ja, jemand trifft uns jetzt. Der eine Giftspucker hat uns jetzt getroffen. Wow! Alles wird gut, ey. Ey, man dreht da hinten völlig durch. Ich weiß noch nicht mal warum. Ich würde sagen, wagen wir einfach mal den Sprung und springen hier mal runter. Jo, das hat ja alles ganz gut funktioniert. Jetzt kommt aber der nächste Ninja gleich auf uns zugerannt. So, den versuchen wir aber einfach mal gleich zu verprügeln. Und spießen ihn einfach mal ein bisschen auf. Lässt er sich aber gefallen. Einfach nur noch einmal. Hier liegt dann auch schon wieder jemand herum. Als sehen alle Soldaten. Und naja. Hier haben wir ein komisches Monster, was hier an der Wand klebt. Damit können wir uns aber erst beschäftigen, sobald ich sicher bin, dass hier keine Monster mehr mit sind. Wie zum Beispiel er hier. Oh Gott, ey. Er geht mir auch gar nicht auf die Nase. Die ganze Zeit. Er hängt da irgendwie rum und spackt herum. Er steht wieder auf. Dann macht das mal. So, ich schieße mal mit dem Seelenfeuer auf dich. Ich erlöse dich mal. Bitteschön. Oh nein, da kommt er auch schon. Ich bin vergiftet. Na, oh, jetzt kommt der ganze Kram aber zusammen. Ne? Jetzt kommt der ganze Kram zusammen. Wo ist ein Dings Moos? Ich darf jetzt nicht vergiftet sein. Hallo, Freund! Oh, oh. Okay. Ich konnte rechtzeitig aufstehen. Damit wäre das auch schon mal erledigt. Und das ist eine ziemlich fiese Stelle, muss ich dazu einfach mal sagen. Weil hier, ich auf dem engen Gelände hier gegen zwei Suchtis kämpfen muss. Das ist nicht nett. Sag ich einfach mal ganz direkt. Weil die sind echt fies. Aber erstmal mit seinen kleinen Freund umbringen, das hilft uns, glaube ich, schon mal unglaublich weiter. Also ich schlag einfach mal in seine Richtung. Okay. Na gut, na gut. Ich weiß nicht, wie weit ich hier noch nach hinten gehen darf, ohne zu sterben. Ja, nee, 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 nee. Oh Gott. Dass er auch so durchdrehen muss, ne? Okay, aber jetzt haben wir ein leichtes Spiel, ein leichteres Spiel auf jeden Fall. Er soll aufhören, sich die ganze meine Richtung umzudrehen. Na gut, aber seine Keule, ihr müsst da aufpassen. Sie schlägt einmal ganz um ihn rum. Und deshalb ist das auch so gefährlich mit ihm. Lasst euch davon nicht treffen. Aber versucht ihr einfach mal von hinten zu kriegen und dann ist das auch alles gut. So, stecht ihn mal von hinten ab, sagt ihm, wo sein Arsch ist und dann hat er ein drittes Loch im Arsch und ist tot. Das ist alles ganz lustig, muss ich sagen. Und wir gehen einfach mal hier hin und schnappen uns nochmal ein zerbrochenes Schwert. Na toll, das war es jetzt auch echt wert. Ihr seht, diese ganzen Giftmenschen schießen hier weiter auf uns und das ist nicht witzig, dass das hier passiert. Ich sollte etwas dagegen tun. Das werde ich jetzt auch. Ich werde hier hochklettern. Und den Giftmenschen, der da oben auf uns wartet, einfach mal töten. Irgendwo muss er sein. So, ich hoffe, er trifft uns jetzt nicht sofort. Was macht er da? Fall mal runter. So, da ist einer. Da ist einer von den Schalunken, sag ich mal. Aber gut, wir lassen uns einfach mal nicht von den ärgern. Wir hauen ihn einfach mal runter. Okay, so wie dazu. Das war das mit dem hier. So, jetzt kommt unser anderer Freund wieder hochgeklettert. Der will uns hier gerne töten. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Sondern wir zeigen ihm, wo der Hammer hängt. So, der Hammer hängt dort unten. Fall mal bitte runter. Okay, so wie dazu.
Da wenigstens sterben sie mal ordentlich, bevor sie runterfallen. Also das lässt ja die Gravitation nicht zu, sie lässt sie erstmal ordentlich sterben. So, als nächstes. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir hier rein. Was übrigens der Gang nach oben... das ist ein anderer Gang nochmal. Gut. Hier ist nochmal ein sehr interessanter Gang und führt euch zu einem sehr interessanten Gegner. Dazu aber... Wow, was ist denn jetzt passiert? Okay, ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Das war auch sehr gruselig. Ich weiß nur, dass diese dummen Stockmenschen weiter auf uns feuern. Da sieht uns jemand, den wir nicht sehen können. Das ist doch echt dumm. So, wo wir lang gehen müssen, ist hier. Da ist noch eine Nebelwand. Na toll. Ja, haut uns noch jemand. Ja, was macht der denn da? Da kann er mal da aufhören? Ich hau mal zurück hier. Hör mal auf mit dem Scheiß. Okay, jetzt fall doch mal runter. So, runter. Ihm folgen. Irgendwie in ihn reinglitschen. Mit ihm kämpfen. Das müsst ihr jetzt irgendwie hier machen. Und hoffen, dass ihr nicht runterfallt. Weil ihr wisst ja, ich mach das ja gerne. Ich fall gerne in so welchen Momenten runter. Nicht von ihm beißen lassen. Auch nicht hier. Aber auch wenn ihr zurückweicht, nehmt euch die Zeit. Und weicht auch in Ruhe zurück. So, was ist er für einer? Kann er uns beißen eigentlich, oder? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das geht so. Oh Gott, aber irgendwo ist da so ein Giftspucker wieder. Ich schieße einfach mal einen Seelenfeind auf ihn. Das bringt nicht viel, ne? Das dachte ich mir irgendwie. Okay, die Pfeile prallen aber anscheinend ab. Freund? Freund? Wieso stirbst du eigentlich nicht? Du willst nicht sterben, kann das sein? Der stirbt ja irgendwie nicht, der hat keine Lust. Kann man ihn von hier nicht töten, oder was ist das hier? Oh Gott, da habe ich hier so einen scheiß Giftpfeil getroffen. Habe ich noch Brandbomben oder sowas? Irgendwas, was ich mal auf ihn werfen kann, so testweise? Anscheinend nicht. Ja, dann würde ich sagen, dann werfen wir... Habe ich nicht... Wurfmesser habe ich noch, ne? Mal sehen, wie er auf Wurfmesser steht. Vielleicht findet er die ja nicht so witzig. Mal gucken. Wo sind meine Wurfmesser? Irgendwo hier habe ich doch welche gesehen. Da. So, nimm Wurfmesser und stirb daran. Wurfmesser. Das ist kein Wurfmesser. Das ist ein blöder Estus-Lakon. Hier hilft auch nichts. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich, dass man die so töten könnte. Aber dann habe ich mich wohl geirrt. Dann war das wohl ein Fehler meinerseits. Na, dann nicht. Dann töten wir ihn halt nicht. Ich dachte, man könnte ihn so töten. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche Waffe dafür. Vielleicht brauche ich auch dafür Feuerbälle. Das würde nicht Sinn machen, denn den Zauberspruch, den wir dahinter bekommen, ist ein Pyromantenzauber. Zumindest ihn zu haben, wäre ja mal ganz praktisch. Aber ich selber habe ihn niemals richtig benutzt, weil ich den einfach nur... Das ist so ein totaler Selbstmordzauber. Selbstmord zugunsten der Angriffskraft, sag ich mal. Und das ist wirklich ein bisschen komisch. Und da hinten liegen noch diese ganzen Sachen herum, ne? Die muss ich mir irgendwann nochmal holen, glaube ich. Ah, jetzt gerade nicht, jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten. Und daher lassen wir das jetzt mal sein. Machen wir doch mal Folgendes. Rutschen wir da erstmal die Leiter wieder hier runter. Ich weiß dann auch nicht, welchen wirklichen Sinn das hat, dass man da angreifen kann. Anscheinend braucht man dafür echt irgendwie einen Bogen oder sonst was. Ich hätte mal mit dem Bogen versuchen können, aber habe ich ja jetzt nicht. Ach, Mann. Ich bin echt so intelligent. So, gehen wir mal hier rein und schauen uns mal die Gegend hier an. Ja, Pock, Pock, Pock. Hört ihr diese Talk, Pock, Pock, Pock? Die schießen in aller Regelmäßigkeit auf mich. Das ist doch wirklich süß von denen, oder? So, wir gehen einmal durch die Nebelwand hier durch, damit wir das einmal getan haben. Ist aber, glaube ich, nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ich glaube, ich meide diesen Weg lieber mal. Weil es gibt einen einfachen Weg nach unten. Unser Weg ist ja, wie gesagt, wir wollen nach unten kommen. Und ich habe mal für mich herausgefunden, weil hier so eine tolle Leiche liegt, spring doch einfach mal hier runter und guck, was passiert. Nichts. Wir sammeln uns die Peitsche ein und können Castlevania jetzt nachspielen. Machen. Nur, dass wir die Peitsche nicht in der Hand haben, wisst ihr, das ist dann der kleine feine Unterschied. Nein, wir springen jetzt runter. Ich höre die ganze Zeit nur Geräusche. Und dann springen wir hier runter. Klatsch. Kostet zwar alles ein bisschen Energie, das ein bisschen berücksichtigen. Nicht, dass ihr mit was sieht, wie wenig Energie da rein. Ja, Sackgasse von wegen. Kommt drauf an, auf welcher Seite man hier reinkommt. Und dann seid ihr auch schon relativ weit unten. Sehr großer Vorteil. Und könnt ihr diese neuen Monster besiegen. Für mich sind das eine Mischung aus Hummeln und Fliegen. Eine Mischung aus Hummeln und Fliegen. Jetzt kriegen wir aber langsam wirklich ernsthaft Probleme, weil jetzt unsere beiden Waffen hier langsam kaputt gehen. 47 hält es noch aus. Na, das ist ja mal was, ne? Haben wir denn noch andere Waffen erstmal? Also die Waffe, die müsste ich nicht eigentlich noch benutzen. Okay, mal gucken. Nehmen wir doch nochmal für den Moment einfach mal den Flügelspeer weiter. Dann nehmen wir den erstmal für den Moment weiter. Und kloppen uns hier mal mit unseren Fliegenfreunden. Das machen wir aber mal. Ja, dieser Klaffdrache, der hat uns ziemlich zugesetzt. Dann nehmen wir erstmal den Speer. Das Gute an Speer ist, ihr könnt ihn gleichzeitig mit dem Schild benutzen.
Das ist das Praktische an den Dingen. Vielleicht einfach mal ganz schön mal einzusetzen. So. Wir müssen als nächstes dann hier runterflutschen. Wir sind nicht mal weit vom nächsten Leuchtfeuer entfernt. Also macht euch keine Sorgen um die Estus-Lakone. Wenn ich jetzt sterbe, dann dadurch, weil ich dumm runterfalle und weil mich so ein dummes Viech vergiftet. Wo ist das nächste Viech? Da hinten irgendwo. Da hinten ist es irgendwo. Okay, dann springe ich einfach mal ganz taktisch, didaktisch hier runter. Hoffe, jetzt kann er mich hier nämlich nicht mehr treffen. Jetzt schieße er nämlich in die Wand rein. So, weiter überlegen. Er soll mich nicht treffen. So, Ninja-Modus hier lang. So, wir sind fast unten. Jetzt muss ich nur dafür sorgen. So, mein Freund. Jetzt hat er sich ausgespuckt. Jetzt gibt's auch die Fresse. Sie haben auch keine Lebensenergie. Es geht wirklich nur darum, an sie ranzukommen, ohne vergiftet zu werden. Dann wäre es nicht. Und jetzt finden wir viele Wanderersachen hier. Was sind Wanderersachen? Können wir uns einfach mal angucken. Was bringen die uns? Den besten Unterschied sehen wir immer bei der Rüstung. Ja, also ein Wanderermantel. Hier seht ihr es. Also ist wohl ein bisschen besser als unsere anderen Dinge. Ist von der Giftresistenz fast genauso gut wie andere Sachen. Nehmen wir das doch einfach mal in die Hand. So. Einmal Wandererkapuze. Ist ja ein bisschen besser als unsere andere Ausrüstung. Also machen wir das einfach mal. Tut anscheinend auch nicht viel mehr weh von Gewicht her. Tut sich da nicht viel. Manche Sachen sind sogar leichter. Dann machen wir das einfach mal. So. Ja, doch. Das geht gut. Das geht gut. So. Jetzt seht ihr hier so eine Fliegen hier unter uns herum schwirren. Dazu sei zu sagen, die sind eigentlich, theoretisch gesehen sind sie gerade unter dem Holz gewesen, aber sie sieht so aus, als wären sie da über gewesen, aber deshalb konnten sie auch nicht weiter hochfliegen, denn wie ist deren ganzes Modell ein bisschen für den Arsch, aber das ist ja den Entwicklern überlassen, was die sich dabei gedacht haben. Hier ist es ja ein weiteres Fliegenmonster und die wollen uns jetzt beide angucken, anfliegen, das lasse ich aber nicht zu. Jetzt habe ich es zugelassen. Nein, 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 nein. Oh, sterb bloß. Alter. Die haben mich jetzt fast umgebracht, aber das ist auch eine sehr, sehr knackige Stelle. Wir sind fast da, wo wir sein müssen. Okay. Noch nicht viel bedenken. War ich nicht schon? Okay. Okay, weißt du was? Wir machen das so. Weißt du, ich spieße dich einfach mal auf und dann sind wir beide zufrieden. Okay, okay, ich sehe schon. Auf diesen Deal willst du dich nicht einlassen. Dann machen wir es so. So. Hier haben wir noch unsere beiden Giftmonster. Was machen wir gegen die? Einfach ausspießen, würde ich mal sagen. Und hoffen, dass sie uns nicht töten. So, was ihr über diese Fliegen wissen müsst. Sie spawnen regelmäßig. Immer wieder aufs Neue. Sie werden euch niemals in Ruhe lassen. Ihr müsst hier immer in Bewegung bleiben, weil sie kommen. Seht ihr, da hinten kommt schon der nächste Schwarm auf uns zugeflogen. Sie kommen immer in Zweierzahlen und werden immer weiter nerven. So, was ich jetzt tun will, ist Folgendes. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Und renne jetzt auch einfach durch. Ich will nicht einen gewissen Ort erlangen. Bis wir uns das erreichen, bevor ich hier irgendwas weitermache. Ich renne jetzt auch einfach wie ein Bekloppter durch. Ist mir auch alles wurscht. So. Hoffe, dass das Leuchtfeuer anbleibt. Sehr gut. Okay. Nächstes Leuchtfeuer erreicht. Ein bisschen auf die Vitalität setzen können wir dann nochmal. Ja, warum nicht? Ein bisschen mehr Lebenspunkte können uns ja nicht schaden. So. Jetzt haben wir uns aber keine blöde Kiste gekauft, ist mir mal so aufgefallen. Sonst könnte ich jetzt nicht wunderbar meine Waffen reparieren. Aber da war ich ja zu geizig gewesen. Von daher muss ich ja andere Wege finden. Was ihr hier findet, ist ganz simpel. Pass auf, Schatz. Sieht aus wie eine Falle hier, das Ganze. Ist es aber wirklich nicht. Hier ist einfach nur ganz stumpf ein Drachenstein versteckt. Wozu dient das Ganze hier, diese ganze Halle? Das ist von den Machern so, ist es meines Erachtens, ist es als eine PvP-Halle geeignet. Hier wird nicht sehr, sehr gerne im PvP gekämpft. Aufgrund der Lage. Es ist einfach nur ein runder Kampfraum, aus dem man nicht so schnell wieder rauskommt, wenn man versucht rauszuklettern. Also es ist einfach nur ein richtig geiler Kampfraum. Und daher, für PvP ist diese Halle ultimativ gut geeignet. Also es gibt schon fast gar nichts Besseres. Es gibt auch ein paar schönere Orte und offenere Orte. Aber das ist so wirklich, ihr werdet in eine Grube reingeworfen und dann auf los geht's kämpfen. So wie dazu. Gut. Wir haben von hier aus, könnten wir jetzt entweder direkt zum Boss gehen. Wir haben, um genau zu sein, drei Möglichkeiten von hier aus jetzt. Wir können direkt zum Boss gehen. Wir können eine Abkürzung freischalten. Oder, beziehungsweise, wir können auch eine weitere Rüstung finden. Das wäre so logischer erachtet. Oder wir können diese Fliegen hier töten. Nee, das ist eigentlich keine Möglichkeit an sich. Das müssen wir so machen. Nein. Oder wir können ein optionales Gebiet aussuchen, was sehr, 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 sehr gut versteckt ist. Also ultimativ gut versteckt ist. Um es so zu auszudrücken. Aber das ist noch nicht etwas, was wir tun wollen. Weil, wenn wir da jetzt hingehen, hätten wir es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Von daher will ich da noch nicht hingehen. Reinkommen ist einfach.
Aber rauskommen wird sehr, sehr schwer. So, da kommt der nächste Fliegenschwärmer. Ihr seht, jetzt haben wir zwei Fliegenschwärme, die es auf uns abgesehen haben. Das macht die Sache nicht viel schöner. Das sei nochmal gesagt, aber naja, ne? Hass mal mit, könnte man sagen. Typischer Fall von Hass mal mit. Und ich mag auch eigentlich nicht so viel Menschlichkeit hier benutzen. Aber hier ist es gleich wichtig, dass ich die Menschlichkeit benutze. Weil da kommt gleich jemand vorbei.